Ladies and Gentlemen, hallo und herzlich willkommen endlich zu dem Vorstellungsvideo meines neuen Teammitglieds. Warum sage ich neuen Teammitglied? Ich hatte nämlich in der Vergangenheit die Leute, die mich länger verfolgen, paar Mitglieder gehabt und ich habe nicht viel darüber erzählt, aber worum es heute geht, ist, wie ihr schon vielleicht im Community-Tab und vielleicht sogar das Vorstellungsvideo oder beziehungsweise das Infovideo von Jonkyo The Hunter gesehen haben, denn, meine Damen und Herren, er wird uns jetzt Reden und Antwort stellen hier, also gehen, ja, ich bin ein bisschen aufgeregt, ich habe ein neues Teammitglied, oh mein Gott, heißt unseren neuen Teammitglied Jonkyo The Hunter willkommen, hallo! Immer noch Bad Guy? Ah, es ist so Trends, Entschuldigung. Bah! Ich meine, du kannst auch nichts dafür, weil du ja ungefähr 1 bis 2 Jahre damit klargekommen bist, ne? Und dann es halt nicht eingewohnt hast, dass The Bad Guy. Ja, ich meine, bedank dich eher bei den The Last of Us Community. Das ist einfach furchtbar, was da abgegangen ist, aber. Unfassbar. Wenn du schon hier redest, wer bist du denn? Stell dich doch einmal vor. Hallo, mein Name ist Jonkyo oder Jonkyo The Bad Guy oder auch im Real Life genannt Jonathan. Und ich bin der neue Partner von GameStage 5. Ja, wie ich dazu gekommen bin, ich hatte mir so gedacht, GameStage 5, ist das nicht ein Teamname? Weil Decay nennt sich ja halt Decay und nicht GS5 oder so. Und da habe ich mich schon gefragt, das ist sehr, sehr komisch, ein Team nur mit einem Team-Member zu haben. Deswegen habe ich mir dann überlegt, wenn ich die Ressourcen hätte, also wie zum Beispiel jetzt hier mit meinem PC hier, würde es nicht Sinn machen, wenn ich mit ihm zusammentue und wir dann halt gemeinsam ein Team sind? Und dann habe ich ihn gefragt und der sagte dann, ja, warum nicht? Und jetzt sind wir hier. Okay, noch irgendwelche andere Personalities beziehungsweise von dir, die man wissen sollte, bevor ich zur nächsten Frage gehe? Ich hasse Ottos. Ah, okay. Ja, das ist ein sehr großes und breites Thema, über das wir immer wieder sprechen. Erstmal zu GameStage 5. Die Idee dahinter, meine Damen und Herren, die ich nie erwähnt habe, ist, es ist ja ein großes Projekt, was ich seit 2011 mit einer meiner damaligen Freunden bzw. einen besten Freund immer noch, mit dem ich heute Kontakt habe. Das ist nämlich der Turbo gewesen, der Torben Hegert. Ich darf seinen Namen nennen. Wir haben das gegründet in dem Gedanken, eine Gaming-Community zu machen, beziehungsweise war das immer mein Gedanke. Ein bisschen, wie gesagt, ne, kleiner Mann mit großer Vision. Ich nenne mich kleiner Mann, weil, wie gesagt, ich bin sehr bescheiden. Und dann hat John, John hat sich wahrscheinlich bei dem Hören immer gesagt, ich bin Decay, das ist GameStage 5, nicht ich, wir sind GameStage 5. Ne? Hört sich besser an, klar, aber ich habe das immer als Projektname genommen, weil, wie gesagt, die Spielbühne 5, warum 5? Keine Ahnung, ich habe mir wahrscheinlich schon am Anfang gedacht, hey, wir sind ein Team aus 5, würde wahrscheinlich irgendwann mehr sein, aber ich weiß nicht, 5 hört sich gut an. Ne? So wie der, weiß nicht, Toaster 5000, das hört sich auch gut an, da dachte ich so, eine 5 ist schon okay. Ach ja, ach Leute. Dann kommen wir zur nächsten Frage, John, und zwar, warum spielst du Games? Beziehungsweise, was bringt es dir oder was findest du daran? Games? Okay, man könnte zum einen sagen, Games sind gefühlt Drogen geworden, weil das uns abhängig macht. Ich meine, seh mich an. Ich habe nicht nur einen YouTube-Channel, ich habe eine Playstation, ich habe jetzt auf einmal ein Gaming-PC, ich hatte einen Gaming-Laptop. Und also wie ich irgendwie damit in Kontakt gekommen bin, das war, wann war das? Als ich 3 Jahre alt war, wo mein Vater
Raiden 2 gecrackt hat. Viele, die die ganzen Podcasts gesehen haben, sollen es wissen. Wenn nicht, dann erkläre ich es hier nochmal. Raiden ist ein Shoot-'em-up-Spiel, was um die 1990 developed wurde und dann auch rauskam. Wir hatten aber die zweite Edition gecrackt, weil bei der zweiten Edition eine PC-Version gab. So richtig Commodore-Style. Mhm. Und ja, da hatte ich, wenn ich dann da auch durfte, da ein bisschen Zugriff gehabt. Das war aber nicht mein erstes Videospiel. Mein erstes Videospiel war, glaube ich, so ein, keine Ahnung. Damals war es ja irgendwie Standard, dass jeder gefühlt auf Krampf ein Jump-and-Run-Game haben wollen. Siehe McDonald's, ne? Ja. Ja, und bei so einer Kinderserie gab es dann halt so ein Jump-and-Run-Game. Ja, und das habe ich dann halt. Das habe ich dann halt mit der Erlaubnis meiner Mutter gespielt. Und dann hatte es sich dann halt zu Browser-Games erweitert und dann irgendwann, keine Ahnung, lass mich lügen, 2016, durfte ich dann auch mit der Erlaubnis meines Vaters sein Laptop ausleihen, um Minecraft und League of Legends zu spielen. Das war eine Zeit. Und ja, seitdem ich eine PlayStation 4 hatte, kannte ich dann auch, okay, nicht direkt, aber so ungefähr Monaten später kannte ich dann Decay. Mhm. Weil ich dann durch Raphael dann halt, ja, ich hatte glaube ich so ein Random getroffen, der ein Freund von Raphael war. Raphael hat dann zu Decay weitergeleitet und daher kennen wir uns beide. The rest is history. Tekken 7. Tekken 7, oh Gott. Ja, Gewalt bringt uns zusammen, sag ich doch. Gewalt bringt uns zusammen. Und ja. Eins muss ich sagen, keine Ahnung, Videospiel hat mein Leben verändert. Und zwar, man könnte es im negativen Sinne sehen, aber für mich eher im positiven. Weil, keine Ahnung, es ist gefühlt zu meiner Leidenschaft geworden. Und das ist etwas, was ich halt im früheren Leben nicht haben durfte. Und jetzt nach und nach mehr zugelassen wird. Und ich dann seit Genshin Impact rauskam, nur noch abhängig war. Also ich war halt nur noch abhängig. Und speaking of Genshin Impact, das ist meine Alltagsdroge. Ja, wer will, der kann mir nach meinem ID fragen. Ich habe ja wenig Freunde, also keine Ahnung. Ja. Und ich bin zwar jetzt ein bisschen abgedriftet von Videospielen, aber spielen tue ich immer noch. Und ich sehe immer noch den Spaß dieser, wie sage ich es, ja, ich würde nicht unbedingt Genre sagen, oder was würdest du sagen? Medium, ja. An dem Medium. Mhm. Ja, das ist immer noch Spaß meinem Medium, so wie Musik hören oder Musik abspielen, Musik nachspielen oder Videos angucken. Das ist gefühlt zu meiner Leidenschaft geworden. Mhm. Kannst du dich vielleicht noch daran erinnern, was dir, wo dieser Funke rüberkam als Kind, wo du angefangen hast zu spielen? Diese Magie, kannst du sie vielleicht noch so ungefähr, kannst du dich noch daran erinnern, wo du sagst, wow, weil wir betreiben ja, zum Beispiel, guck mich an, ich spiele über 3 Jahrzehnte schon, Videospiele immer noch, und ich denke mal, wir jagen, beziehungsweise suchen uns die Freude immer da drin, denke ich mal. Es ist ja egal, was du spielst, ne? Hauptsache, man hat einen Spaßfaktor, oder? Und ich würde sagen, hey, wenn es dein Hobby ist, mein Gott, also das ist ja nicht so, dass, ja, wenn man süchtig danach ist, okay, aber wenn man es kontrollieren kann, wenn man sagt, okay, that's enough today, make another day, ja, mein Gott, jeder von, ich garantiere dir heute, jeder normale Typ, der sich als Videospieler schimpft, der legt auch ein paar Sessions ein, so. Ne. Manche nehmen sich Urlaub dafür oder was auch immer, also daher alles okay. Also ja, unser Sommerurlaub. Ne, aber ich denke mal, das ist auch, glaube ich, einer der Gründe, warum du Game Stage 5 beigetreten bist, weil ich versuchen will, dem Medium Videospiel auch zu zeigen, dass es mehr sein kann, als nur das reine Game, sondern
dass dir, wie gesagt, diese Gefühle, diese Magic Moments, dieses kindliche Gefühl dir wiedergibt, diese Faszination an dem Werk, was du gerade erlebst oder was du gerade spielst. Ich finde, das macht ja uns Videospieler aus, sonst wären wir ja nicht alle hier. Beziehungsweise wäre das nicht das größte, profitabelste Medium mittlerweile auf zur Zeit unserer, also beziehungsweise das kreativste Medium unserer Zeit, weil in Videospielen, da hast du keine Zeitbegrenzung, da hast du keine Boundaries, da kannst du alles erzielen visuell und, ne? Außer deswegen, du spielst ein Live-Service-Game, dann hast du eine Zeitbegrenzung. Ich finde aber trotzdem das, was miHoYo macht für das kleine Game, wie gesagt, ich habe ja relativ Erfahrung. Also ich habe mir da schon einiges angeguckt. Ja. Das, was die da raushauen für so ein kleines Spiel, große Leistung. Also da merkt man, dahinter steckt eine Direction hinter, da steckt Testgaming hinter, dahinter steckt Leute, die wissen, wie sie bauen. Also ich kann total deine Faszination dran verstehen, außer bei gewissen Mechaniken, aber da sind Mechaniken. Das sind halt Mechaniken, die halt nötig sind für so ein Spiel. Fernab gesehen, wie man damit umgeht, beziehungsweise Spaß dann hat, weil man kann auch dieses Spiel spielen, ohne jemals Geld auszugeben. Das geht auch. Dauert halt länger. Ah. Ja. Aber im Grunde gesehen sind das alles wirklich gut produzierte Spiele. Wie gesagt, also deswegen, egal wer da draußen, was ihr für Spieler seid, so wie ich oder wie John, wichtig ist dran, dass ihr Spaß daran habt. Egal, wie lange ihr zockt, wie ihr euren Tag darum gestaltet, dass wichtig ist, dass ihr euch gut fühlt, Spaß daran habt oder vielleicht sogar Freunde findet oder die Interaktion mögt oder was auch immer. Deswegen, ja, als Doge zu nehmen, ist eine Ansichtssache. Ja. Aber wenn du das meinst, okay. Das ist doch toll, dass du das mitbringst. So, dann eine etwas spezifische Frage. Was und welche Games spielst du, beziehungsweise magst du? Oh, da müsste ich mal. Also, es ist egal, welche Genre jetzt, beziehungsweise du kannst das ja anhand eines Titels beschreiben. Oder Titel oder Genre. Da muss ich hier mein Library aufmachen. Ja, was ich jetzt nur sagen werde, ist halt meine Spielliste aufzusagen oder zu beschreiben. I don't know. Sagen wir meine Spielliste zu beschreiben. Ich spiele momentan sehr viel Zenless Zone Zero, Genshin Impact und Wuthering Waves. Also das ist gefühlt meine Alltagsdroge. Honkai Star Rail war meine Alltagsdroge, aber ich habe es langsam gedroppt, weil Honkai Star Rail zu viel Content hat. Also da mache ich Endgame-Content, das wird jetzt den Rahmen des Videos hier sprengen. Aber du bist schon mal sozusagen ein Fan von Action-RPG. Weil das ist ja quasi gesehen das. Ja, Genshin Impact ist ja eine Open-World-RPG, genauso wie Wuthering Waves. Es hätte trotzdem Action-RPG-Mechaniken. Ja. Ne? Ja, dann. Also, Honkai Star Rail ist ja wirklich ein klassisches RPG. Ne? Turn-based. Tatsächlich, ja, genau. Turn-based, deswegen so klassisch. Aber alle bisherigen HoYo-Games haben eine ganz klare Action-RPG-Richtung. Also, wenn man das irgendwo unterkategorisieren kann, weil du hast immer ein Action-Combat-System. Dafür sorgen sie. Bis jetzt auf Honkai Star Rail, wo es ganz klar definiert wurde, Turn-Based RPG. Aber sonst finde ich, weiß nicht, spiel ich mir einfach rein, wenn ich falsch liege, aber bisher habe ich immer das Gefühl gehabt, dass HoYo immer Action RPGs gerne macht, weil die RPG-Elemente sind ja wirklich, wie gesagt, nachher die Werte oder andere Buffen, beziehungsweise. Ich nehme mal an, seit Honkai Impact war das. Keine Ahnung. Third? Ja, ne? Es gibt ja, nur ne? Third. Es gibt nur Third. Achso, es gibt nur. Mein Gott, warum nennen sie es Third? Okay. I don't ask. Okay. Titel.
Ja, Kreativität. weiter im Text. Ich besitze auch gerade die aktuellen modernen Fighting Games. Hauptsächlich gültiges Strive, King of Fighters 15, Street Fighter 6 und Tekken 8. Ich habe auch damalige Titel. Tekken 7, SF5, SF4, Guilty Gear Xrd, Core Plus, selbst Iska habe ich. Ui. Keine Ahnung, warum ich das in meine Library hinzugefügt habe. Die war langweilig. Ja, mir war langweilig. und deswegen habe ich auch Melty Blood und Blaze Blue. Ja. Blaze Blue, Blaze Blue ist gar nicht mal so übel. Melty Blood ist diskussionswürdig. Ja, hat aber leider, ey, ganz ehrlich, hat seine Daseinsberechtigung. Ist ja keine Marke, die von ungefähr kommt. Die gibt's ja schon länger. Ja. Ja, das ist das Einzige, was ich nicht besitze, ist Under Night 2, aber ich habe dafür Under Night 1. Also keine Ahnung. Ich habe den Zeit, das Geld nicht dafür da, um das halt da zu spielen, weil ich hab bereits schon viel zu viele Spiele. Ja, ich meine, wenn ich jetzt meine Library weiter auflösen darf, viele fragen mich nach Among Us und dann habe ich noch die klassischen Arcade-Games, Raiden, ne? Und jetzt soll noch Raiden Nova rauskommen. Ich dachte mir, ich habe so, oh Gott, ey, Happy Halloween. Mhm. Ja. Und als letztes habe ich noch Left 4 Dead 2. Ja, weil Map-Reviews und so weiter. Also keine Ahnung. Ich hab selbst im Rank-Stage auch gesagt, alte Kamellen sind wichtig. Und darunter ist Left 4 Dead 2 einfach ein sehr, sehr wichtiges Bestandteil. Weil, sind wir ganz ehrlich, KIs wurden seit 2009 nicht gebessert. Ne? Nee. Die wurden halt überhaupt nicht gebessert. Und Left 4 Dead 2 ist einfach der größte Beispiel dafür. Und warum sage ich das? Ja, guckt euch NASCOS an oder spielt selber Custom Maps of Expert Realism. Das ist der Albtraum. Oder Resident Evil 5. Oh my God! Jetzt vom Official Library jetzt weg zu meinem Private Library. Ich hab hier selbst Mugen und Reverse Adventure. Bitte spielt auf Slayer Difficulty. Mhm. Oh man. Ja, ansonsten, ja, du verlink lieber mein Steam-Profil, da kann man noch den Rest meiner Games sehen. Oh, okay. Oder tun wir dann. Oder einfach gesagt, checkt einfach meinen Kanal ab. Aha, okay. Dann flext er erstmal mit seiner Library. Aber ja, jedenfalls. Auf jeden Fall keine PlayStation Exclusives. Ja, mein Gott. Ist auch ein bisschen schwer. Außer du würdest jetzt einen Emulator benutzen. Mein Gott. Ja, Fighting Games. Fighting Games ist ja eines meiner größten Standbeine, die ich ja seit 4 Jahren dann aufgebaut hier habe, weil da komme ich her. Ich kleiner Knirps, habe ja mit Mortal Kombat Arcade angefangen. Und ich bin immer diesem Genre treu geblieben. Und ja, Fighting Games ist eines dieser Genres, die mir dieses gewisse Etwas bringen, was ich, glaube ich, für ein anderes Video, glaube ich, behalten will. Weil ich habe immer im Kopf gehabt, immer so eine Talkrunde zu machen, was so ein bisschen spezifischer, was uns Fighting Games bedeuten, beziehungsweise warum spielen wir dieses Zeug, wo wir uns gegeneinander verprügeln? Da spielen ganz viele Faktoren für jeden anders mit, aber ich zum Beispiel bin Kampfsport-Fan. Ich mag geil inszenierte Kämpfe, sei es auch wirklich übertrieben und so weiter und so fort, aber wenn es geil designt ist und mit der Finesse, let's fucking go. Let's fucking go. Ja, ich mag das einfach und ich mag diese Momente. Ich meine, ihr habt alle wahrscheinlich bei Junkie the Bad Guy, wenn ihr auf dem Kanal geht, I Hate Tekken Videos mal gesehen, aber ganz ehrlich, wenn John mit uns spielt, teilweise beziehungsweise mit mir, guckt euch doch mal die First 10 an mit
Kazuya und gegen Lydia und einmal Lydia gegen Jin. Und da merkt ihr, dass auch wenn er das Spiel nicht mag, er mag die also jedenfalls er mag diese Interaktion mit mir. Weil wir lachen das einmal aus oder wir labern da und so weiter und so fort. Und das ist etwas, wo ich denke, das macht das aus. Auch wenn er das Spiel nicht mag. Und das finde ich ist wichtig. Sonst, ja, mein Gott. Also sehr variantenreich. Also du definierst dich nicht nur durch ein Genre, sondern du hast, wie gesagt, du spielst ja noch nicht so lange intensiv, ne? Also beziehungsweise breit. Kann man sagen. Ja. Ja. Ja, weil ich war mal ein Otto und ich habe mich halt daraus entwickelt. Naja, da wir waren alle mal klein, empfänglich. Ich meine, also was ich zum Beispiel heutigen Eltern sagen würde, wäre, lasst eure Kinder alle spielen, was sie zu greifen bekommen. Es ist ziemlich wichtig, dass wirklich, wenn du klein bist und empfänglich, wie gesagt, in einem empfangbaren Alter, wo du wirklich sehr viel annehmen oder realisieren kannst, beziehungsweise schon spielen kannst, gib ihnen das und lass den einfach mal alles spielen. Das ist ziemlich wichtig nachher für deines Formens im Alter oder beziehungsweise was du mitnimmst. Und ich finde, das ist ziemlich wichtig. Ich meine, dich hat auch einiges geprägt, was du nicht bewusst wahrgenommen hast, weil du hast ja Spiele gespielt und du hast dir das dann über die Jahre mitgenommen. Einiges spielst du ja heute noch, ja. Aus Begeisterung, weil aus du Begeisterung. Erinnerungen hast und weil dein Gehirn sagt, hey, I know this, I like it. That's the good shit. Und, yeah, that's the good shit, genau. Und darum geht es, finde ich. Und ich meine, sich als Otto zu beschreiben, das ist jetzt unser Begriff für gewisse Leute, wie wir sie kategorisieren. Das ist jetzt ein bisschen ein kleines Schimpfwort. ich meine, wir kommen alle aus einem gewissen Bereich, wir haben uns alle weiterentwickelt und ja, mit dem Alter kann ich dir schon mal sagen, es wandelt sich der, wie gesagt, das Sehen, die Zeit und dann entscheidest du halt, was du spielst, wie du spielst. Und das ist wichtig dann halt. Ne? Aber das ist schon mal cool, dass du auch variantenreich bist. Bin mal gespannt, was du zur nächsten Frage stellst, beziehungsweise warum Game Stage 5? Also wir haben Game Stage 5 und ja, die nächste Frage folgt dann gleich oder beziehungsweise ich schmeiße dir auch gleich ins Gesicht. Was wirst du hier machen beziehungsweise zeigen wollen? Zu meinem, ja, warum ich da reingejoint bin, ist halt, ich möchte halt nicht nur für Erweiterungen sorgen, ich möchte halt endlich irgendwo mal drinne sein. Ich meine, wie oft kommt es vor, dass ich mit Decay irgendwas mache? Na, hat da jemand eine Ahnung? Ja, yeah, everyone! Naja, ich bin kaum bis selten halt bei ihm drinne. Und ich bin auch derjenige, der halt auch sagt, ich möchte auch gerne mit dem und dem halt spielen und so weiter. Und, oder auch diesen ganzen Formate. Also, als er das mit dem Podcast-Stage wieder gemacht hat, also gerade das Fighting Guys Talk, da dachte ich mir, ey, zieh es weiter durch, ne? Egal ob allein oder zusammen, weil wir haben ja alleine zusammen zwei Formate gemacht, einmal Podcast-Stage und einmal Ranking-Stage war das, ne? Mhm, genau. Und ja, da hatte ich einfach nur Bock gehabt, noch mehr halt dazu zu machen und gerade Game Stage 5, weil ich mir so denke, okay, das soll ein Team sein, da steige ich mal mit ins Boot rein. Ja, und da mache ich dann halt die Formate dann auch mit, was der DK jedes Mal eigentlich macht. Wie viele waren das? Playstage? Also ich zähle mal wirklich alle auf. 2, 4, 6,
8. Zwei davon fütter ich gar nicht. Ja. Also ja. So übergreifende Formate. Mein Gott, das ist so ein Drama, wo ich mir sage, ja. Ja, zum einen Playstage, das wird halt einfach nur so ein Playthrough sein. Ich meine, da werden wir halt so minimal ein paar Comments auslassen oder halt komplett still sein. Keine Ahnung, könnte halt wie dieses, keine Ahnung, GTA Stories Channel hier da sehen, der auch so stille Playthroughs macht und ohne Kommentare da halt zeigt, wie halt gewisse Quests zu spielen hat. Ranking Stage ist ja auch selbsterklärend, ne, was wir ja gemacht haben, ne. Und unter anderem müssen wir eins wieder neu machen. Ach, okay. Ja, Radio Stage, puh, ich weiß nicht, ob ich da wirklich Input reinstecken werde, aber das werden wir ja sehen. Podcast Stage ist ja selbsterklärend, aber dafür müssen wir halt Themen raussuchen. Fighting Stage. Oh, Fighting Stage wird wirklich schwierig. Fighting Stage wird wirklich schwierig. Auf jeden Fall Playstage, Ranking Stage bin ich dabei und was waren die restlichen? Zum einen. Das war noch einmal Game View und Just Play, aber das sind alte Formate, die ich nicht mehr befeuere. Die sind halt da als Archiv, beziehungsweise um zu gucken, was ich damals gemacht habe, beziehungsweise Ideen hatte, aber. Ja, dann haben wir noch zwei Sachen. Backstage, das wird unser Basic React-Format sein. Genau. John und ich haben uns gedacht, dass wir dann maximal einmal so im Monat zusammenkommen, Sachen mitbringen und fernab von welchen Grenzen oder Regeln wir Themen besprechen, weil John ist jetzt nicht nur der Last of Us Shoot'em Up Typ und ich bin nicht nur der Fighting Game Typ, beziehungsweise ich habe eine größere Expertise und ich denke, da bündeln wir mal zusammen. Mal gucken, wie lange wir das machen werden und dann werden wir über Sachen sprechen und auch, wie gesagt, ohne irgendwelche, jetzt sagen wir mal, nee, da werden wir einfach frei drüber sprechen, ja, free for all. Ja, natürlich mit einem, ne, mit einem gewissen Format, den wir hier durchgehen, dann so, ja, so das, aber let's fucking go. Wobei, ich wiederhole mich hier, Backstage ist halt unser React-Format. Und das, was er dann halt beschrieben hat, das wird dann halt mein nächster Punkt sein. GS5 Talk. Dass wir dann zusammensetzen und dann reden. Also, anstatt dass wir unsere Geschwätze hier jetzt auf einmal Ranking Stage wobei Ranking Stage kommt vom Thema her an, hier über Sachen reden. Also gerade wenn wir beide nur da sind, würde ich es eher sagen. Nennen wir das einfach GS5 Talk. Ja. Wir werden uns einen Namen überlegen. Irgendwann wird es sich wandeln. Ja. Ja. Und das wird schon was. Ja, ich weiß halt nicht, ob ich da noch eigene Inputs mit reinbringen werde. Ich habe da schon so ein paar Ideen, was ich da machen könnte. Aber das wird sich noch sehen. Ja. Denn du wirst ja heute gerade dieses Video rausgekommen ist, zu Zeitpunkt der Aufnahme, weil Leute können das ja auch später hören, dass du gerne den Sonntagsslot haben willst. Den Sonntagsslot für what? Für deine Videos. Ich habe ja gesagt, du kannst ja frei verfügen. Ach so, Releases. Wenn du deine eigenen Releases, die du hier auf dem Kanal ist. Ja, das wird zwar nicht jeden Sonntag sein, aber halt. Nein. Also wie gesagt, ne? Also, ja. Ich habe nicht gesagt, hey, jetzt erwartet ihr regelmäßig Content von John. Nein. John, wie gesagt, ist ein Partner. Wie gesagt, auch mir hilft. Was wir vielleicht noch markieren müssen, ist halt. Also wollen wir das? Also dass wir dann unseren Namen markieren, damit die Leute wissen, von wem diese Videos kommen.
Markieren? Meinst du, wir sind schon so cool, dass wir unsere Hashtags reinmachen können? Nee, halt keine Hashtags, sondern vielleicht so im Thumbnail. Ah, wobei unser Thumbnail-Stil ist ja halt unterschiedlich, ne? Du hast ja deinen Stil, ich hab ja von meinem Kollege da. Du lässt ja machen, du reicher Mann. Naja, der verlangt auch nichts, weil er mir nur sagt, ist ja nur ein Bild. Ey, das ist Work. Ja, der sucht sich halt Sachen zusammen und verbaut die dann alle. Okay. Ja. So, dann eine letzte Frage nochmal. Wo findet man dich in diesem weiten Internet? Also, selbst im Kanalinfo ist es drin, das habe ich bei meinem Video schon gesagt. Oder ihr gebt einfach John Kyo the Bad Guy ein. Naja, aber sag es nochmal für die Leute, die gerade das jetzt hören, weil es wäre ja nicht schlecht, wenn du die nochmal ganz direkt darauf hinweist. Ja, mein Kanal ist ja von ihm ja in der Beschreibung verlinkt. Ich werde selbst nochmal kommentieren, da könnt ihr so oder so meinen Kanal abrufen. Ne? Name, John Kyo the Bad Guy oder in Nickname gesagt, @JoeNathan09. Ja, und bei mir findet ihr auch ganz andere Sachen. Also das, was ich halt, sagen wir mal, schon bei GS5 jetzt nicht machen würde. Zum Beispiel, ich habe seit, ich nehme an, das war Anfang Februar, ja, das war Anfang Februar, habe ich dann halt so angekündigt, so ein Format rauszubringen, so ein, this is the iceberg, this is awesome und this is what it is, ne? Mhm. Und ich bin gerade an zwei Sachen zu bearbeiten und ja, ich überlege gerade, ob ich dann, weil mein Kanal ist gerade in so einer Identitätskrise, weil ich bin wahrscheinlich der Weltmeister in Identitätskrisen, weil ich da jedes Mal reinfalle. Naja, jetzt hast du ja zumindest hier eine Rolle, wo du dich ja entwickeln kannst. Mein Gott. Ja, ich weiß halt nicht, wie weit ich da rausbreiten kann, sodass ich meinen Kanal halt komplett im Stich lasse. Ich meine, für Livestreams ist mein Kanal immer da. Also für meine POVs, also generell, wenn wir beide halt streamen, ne? Und das Gute an meinen Streams ist, ich habe Mods. Also Ingame-Mods. Dann hört ihr Sachen, was zum Beispiel ein Decay oder ein Beat-Mob-Master nicht hören wird. Ja, richtig, weil du hast ja Sound-Samples denn für die Infekte. Das ist schon ziemlich cool. Ja, das ist halt die Other Side of PC-Community. Das ist schon immer lustig gewesen, ja. Ja, und Also ich werde mich halt ausbreiten. Ich weiß halt nicht wirklich, was ich da vorhabe, aber auf jeden Fall bei Projekten mitmachen. Also deswegen bin ich auch hier reingejoint. Und Einzelcontent muss ich mich halt noch ausbreiten. Also da müsst ihr mir ein bisschen Zeit geben. Ansonsten, wenn es halt wieder GS5 Talk heißt oder Fighting Guys Talk, da bin ich halt regelmäßiger dabei. Ja, und ich freue mich dann halt auch mehr anwesend zu sein. Ja, definitiv. Natürlich, es geht ja auch mehr um das Team, wie du gesagt hast, beziehungsweise was wir hier mit dem Zeug machen. John wird mir da. John ist schon mein kleiner Motivator, Team-Motivator. Aber wenn man über die Jahre ein bisschen auf den One-Man-Job gemacht hat, dann ist man doch so ein bisschen froh, wenn man da so ein bisschen das Feuer weiter lodern lässt und dann mal gucken, oder? Mhm. Er sieht das Potenzial und ist da und sagt, yeah, trag es raus, Junge! Zeig es, ja. Nee, okay. Irgendwas noch willst oder meinst du, die Leute wissen genug über dich? Das ist erstmal vorerst, was sie wissen sollten. Wenn nicht, dann könnt ihr das immer noch in die Kommentare schreiben. Ja, wenn ich dann die Zeit habe, dann werde ich da auch was reinschreiben.
Natürlich. Ja, gerade wenn ich halt nichts zu tun habe, aber ich hab ja, wie ihr gerade gehört habt, ne, zwei Videos am Bearbeiten Ja. und da muss ich noch hier und da und dann noch, und noch meine Spiele spielen. Ja, weil Spiele halt gefühlt meine Alltagsdroge sind, aber naja. Ja. Ja, auf jeden Fall, ja, auf jeden Fall sage ich, freut mich hier dabei sein zu haben und ich freue mich auf unsere Zusammenarbeit. Ja. Okay, dann üben wir das mal. Okay, ja, wenn euch dieses Video gefallen hat, dann lasst noch ein Like da und kommentiert fleißig. Stellt die Fragen an John oder auch gerne an mich, wenn ihr noch mehr über mich wissen wollt. Denn wir haben mittlerweile, denn ja, wir, das ist so ein Wort, was ich selten benutze, aber wir haben mittlerweile über 100 Abos gemacht. Darunter danke ich auch John, dass ich die 100 geknackt habe. Ja. Meine Viewerzahl ist hochgegangen und ja, 100 ist vielleicht jetzt keine große Zahl, aber ich hätte niemals gedacht, dass ich so viele Leute erreiche mit meinem Gelaber und meinem Gameplay-Videos. Aber das liegt wahrscheinlich daran, dass ich immer true bin und einfach ich bin und zeige, ey, ich bin ein ganz normaler Dude. Hab Spaß am Videospielen und ich lasse dich dann teilhaben und ja. Und ich denke mal, John und ich, wir werden mal gucken, wohin das hingehen wird. Es wird sehr spannend. Ich freue mich wahnsinnig drauf. Ja. Ja. Nun aber. So, jetzt kommen wir zu dem Schluss, John. Wir müssen das üben. Tief Luft holen. Okay, dann würde ich sagen, ich bin die Kay. Und das ist John Kyo. Und Und wir dies sind ist Game Game Stage Stage 5. 5. Ja, das üben wir nochmal. Ja, das üben wir Das nochmal. Das üben wir nochmal. ist okay. Ja. Ja, das wird schon lustig. Alles klar. Dann würde ich sagen, habt mal einen schönen Tag und wir hören uns beim nächsten großen Ding. Wie gesagt, Ja, bis denn. wenn es wieder heißt, keine Ahnung, Banditbringer. Nee, jetzt mal ernst, im Halloween haben wir irgendwas Großes vor. Also. Und Ride the Ohoho. Lightning. Naja, abonniert DK, abonniert mich und habt noch einen schönen Sonntag. Alles klar. Bye bye. Bye.